Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bzw. die letzte Folge von Pokémon Schwarze Edition Nuzlocke Version. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben in der letzten Folge Dauro besiegt, den Champ. Wir sind Champ geworden. Es stehen noch zwei Kämpfe voraus. Also, wir müssen noch zwei Kämpfe machen, ehe wir wirklich der Champ von Einhall sind. Ist meine Meinung. Wir müssen einmal noch gegen Game Freak Morimoto antreten und noch gegen Cynthia. Dann kann ich mich offiziell als Champ bezeichnen. In Einhall. In Pokémon Schwarz. Ja? Deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los und gehen direkt in das Gebäude von Game Freak. Die Frage war, das Gebäude von Game Freak oder was ist das andere? Game Freak, okay, das war das Gebäude hier. Wir gehen auch direkt hoch. Und wir sollten hier drinnen eine Urkunde erhalten. Und zwar von diesem Mann hier. Tag, ich bin hier der Spieldirektor. Aha, du bist dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen. Sehr löblich. Wenn sich darin einiges angesammelt hat, musst du mir das unbedingt mal zeigen. Schade. Ich hab gedacht, an die Urkunde erhalten, indem man Champ gewonnen hat. Aber man erhält hier in Pokémon Schwarz und Pokémon Weiß, natürlich auch in Pokémon Schwarz 2 und Weiß 2 eine Urkunde, indem man alle Pokémon anscheinend eingefangen hat oder gesehen hat. Bin ich mir unsicher. Auf jeden Fall kann man hier eine Urkunde abholen. Die Mühe mache ich mir natürlich nicht mehr, denn dies ist die letzte Folge. Wir reden Game Freak Morimoto an. Wir kämpfen gegen ihn. Hui, du bist ja richtig stark geworden. Das sieht man gleich. Willst du mit mir ein Kämpfchen wagen? Natürlich möchte ich gegen dir den Kampf wagen. Ja? Morimoto möchte kämpfen, hat natürlich 6 Pokémon, alle auf Level 75 bzw. auf Level 77 sein letztes Pokémon, sein Favorit-Pokémon. Ich würde sagen, wir machen die gleiche Taktik wie gegen Lauro, weil Cleopatra kann mir gar nichts anhaben. Also Morimoto natürlich. Was soll's, wir werden aber mit Falter rein hier reingehen, werden uns hochboosten. Oh, Nachthieb macht natürlich schon etwas aus, wenn es jetzt natürlich ein Crit kommt, ist unser Ramauf tot, dann ist unsere Taktik nicht lobenswert, aber ich sag mal, so wie es ist, Game Freak und Cynthia sind zwei komplette unterschiedliche Kämpfe. Falls uns hier ein Pokémon wegstirbt, werde ich es natürlich wieder heilen im Pokémon Sender. So ist es nicht. Denn das sind, wie schon gesagt, komplette unterschiedliche Kämpfe. Zählen nicht denn das Lock, finde ich jetzt. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich keinen Pokémon verliere. Deswegen werde ich direkt Käferkrumm einsetzen gegen Cleopatra und das Ding ist weg. So. Ramauf erreicht Level 82. So, das Cheetah kommt raus. Er hat natürlich Cleopatra plus die drei Affen. Natürlich voll entwickelt.
Dann hat er noch Fletchjammer und Sebritz. Eine gute Kombi und allen etwas dabei. Aber ein Pokémon nur, was eben zwei Typen hat. Es ist schon ein bisschen traurig. So, natürlich, Fletchjammer kann gegen unsere Mauf auch überhaupt nichts ausrichten. Wir machen Käfergebumm und weg ist es. Wie gesagt, kein einziges Pokémon kann gegen Yamauf ankommen. So, wir sind schon wieder fast full life. Selbst sein Sebritz und wir haben wirklich nur zweimal uns geboostet. Sollte theoretisch weg sein. So ist es. Wir sind wieder voll. Deine letzten zwei Pokémon sind natürlich, wie schon gesagt, Gilchitter und Wiggishitter. Sollten für uns kein Problem sein gegen unser Ramauf. Ah, das erste Pokémon, was ein plus 2 Käfergebrumm überlebt hat, tatsächlich. Das wird wehtun. Aber ist noch in Ordnung. Das ist noch komplett in Ordnung. Gilchitter ist aber auch weg. Ist natürlich nicht sehr effektiv. Käfergebrumm. Die gemeinen Käferattacken in den Feuer-Pokémon. Ja, nie wirklich sehr effektiv. Habe ich mir denken können, wo ich gegen das andere Ramauf, gegen Lauro gekämpft habe. Was ja auch U-Hit, obwohl ich ja plus 6 war. Hier bin ich ja noch auf plus 2 gewesen. Wäre ich plus 6, wäre das Gilchitter wahrscheinlich weg gewesen. Aber ich wollte es nicht übertreiben. Somit habe ich auch Game Freak Morimoto besiegt. Was ich dazu sagen muss, ist... Ja... Das war leicht. Man kann jeden Tag gegen ihn antreten, ja. Er wird, glaube ich, auch nicht wirklich stärker. Also man kann ihn schon nach Jesus antreten. Also wenn man Jesus besiegt hat, kann man ihn herausfordern. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich würde ganz ehrlich dazu sein, wir fliegen auch jetzt nach Ondula, werden Cynthia herausfordern und Ramauf, wie schon gesagt, wird wirklich zur Not eingesetzt. Ich werde versuchen, Cynthia nicht einzusetzen. Ich lese gerade hier, man kann in Sonne, Mond, Ultrasonne und Ultramond auch tatsächlich Stempel bekommen. Urkunde. Und hier wäre tatsächlich in Sonne und Mond interessantes Thema von den Game Freak Mitarbeiter von André. Mal Sonne und Mond. Beziehungsweise Sonne Ultra und Sonne Ultra Mond. Hat er nämlich Evolis-Entwicklungen. Einmal Aquana, Flamara, Blitzer, Gangama, Aromai und Dragora. Interessant, auf jeden Fall. Und in Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond hat er Gengar. Das ist wieder jemand anderes. Morimoto ist das mal. Anscheinend hat er Gengar, Maromai, Dragoran geblieben. Aus Gengar. Gengar ist neu. Ja. Gekleon, Hytera und Ambidiff. Sand auf jeden Fall. Sand.
Ich wollte auf Englisch Cynthia. Cynthia. Bitte, einmal nach Blatt. Und da möchte ich Cynthia. Ja, genauso stark wie in Pokémon Schwarz, Weiß, wollte ich gerade sagen. Genauso stark wie Lauro und Game Freak, Level 75 bis Level 77. Also, es wird schon etwas krasser. Also, bin ich in der Überlegung. Ja, Gehalt habe ich. Werde ich tatsächlich mit Ramauf versuchen durchzuzwieben, auch gegen Cynthia? Wenn das wirklich der Fall sein sollte, werde ich in den nächsten Projekten kein Ramauf mehr einsetzen. Auch wenn ich es einfange, werde ich wirklich zur Not Ramauf einsetzen oder es wirklich nicht so hoch leveln wie mein restliches Team. Ramauf, wie gesagt, wenn es einmal sich hochboostet, ist es so stark, man es denkt, Moment mal, was geht denn jetzt hier falsch ab? Keine Ahnung. Also manchmal denkt man sich, das Pokémon ist einfach nur gestört. Aber mal schauen. Ich bin sehr gespannt, wie das so wird. Ob Ramauf es schafft, könnt ihr plätten. Wenn ja, viel zu stark. Hätte ich wirklich in den nächsten Projekten, in den nächsten zwei Projekten es definitiv nicht mitnehmen. So, Cynthia müsste hier drin sein. Da wartet sie schon auf uns. Huch. Da ist ja tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit. Wer hätte gedacht, dass ich hier in diesem fremden Land jemanden begegne, der die gleiche Augen hat wie ein gewisser Trainer. Sag, wie heißt du? Aha, you. Den Namen werde ich mir merken. Ich heiße Cynthia und bin Trainerin. Ich bin sehr wissbegierig, weißt du? Darum erforsche ich die Legenden, die sich um Pokémon ranken. In Undula gibt es doch eine Unterwasserruine, nicht wahr? Ja, die ich nicht machen werde. Und ich kann hier das Anwesen eines Bekannten als Unterkunft benutzen. Ich fände es übrigens sinnvoll, wenn wir unsere Pokémon mal gegeneinander antreten ließen. Auf diese Weise können wir uns nämlich besser kennenlernen. Würdest du also gegen mich antreten? Natürlich. Eine kleine Sache. Wer es sehen will, wie ich die Unterwasserruinen mache, sollte mal in Pokémon Weiß reinschauen. In die Playliste, denn da habe ich Pokémon Weiß komplett normal durchgespielt. Alle Pokémon von Einhall eingefangen. Und natürlich habe ich da auch gegen Cynthia angetreten. Also bis dahin. Mehr aber auch nicht. Die Rematches gemacht und so mit einem kompletten Random-Team. Sonst hätte ich sehr starke Pokémon mitgenommen und so, aber naja, egal. Cynthia, wie schon gesagt, werde ich jetzt noch antreten, kämpfen, mal schauen, wie es wird. Und wie schon gesagt, wer es wirklich sehen will, die Unterwasserruinen, die Lösungen, das Rätsel, er sollte da mal in die Playliste von Pokémon Weiß hineinschauen. Denn da gab es so einige nützliche Items und nützliche Sachen. Ja? Wir legen los. Unmittelbar vor einem Kampf beginnt mein Herz immer schneller zu schlagen. Ich spüre förmlich die Vorfreude der Pokémon in ihren Bällen. Geht es dir auch so? Meistens ja, meistens aber auch nicht. Aber jetzt ist es so,
mein Ramauf zeigen will, dass es ein potenzielles pseudo-legendäres Pokémon ist. Ja. Mal schauen. Wir machen natürlich Paldereigen. Und schauen mal, was dieses Grippop uns anrichten kann. Wird es uns verbrennen mit Irrlicht? Wird es Spucke einsetzen? Wird es Tiefschlag einsetzen? Nein, es macht natürlich Doppelteam. Interessant, er steigert seine Fluchtwerte. Ist in Ordnung. Die Fähigkeit von Kripok ist der Zwinger. Interessant auf jeden Fall. Ich müsste dadurch die jetzt nur noch 28 Mal Falterreigen haben. Theoretisch. So, er steigt. Nein, 30. Okay. Das ist nur, wenn ich ihn angreife. Bin ich mir unsicher. Nur noch einmal werde ich machen. Falterreigen. Und dann werde ich mal versuchen, ihn zu treffen irgendwie. Er kann mich theoretisch nicht mehr one-shotten mit Spukball. Kann mich aber one-shotten mit einem Tiefschlag. Wenn er will. Das ist das nächste Problem. Also auf plus 4 Fluchtwert und wir sind auf plus 4 Spitzangriff, Spitzverteidigung. Inne. Hier war getrunken. Rift. Somit müsste Gripbock weg sein. So ist es auch. Sehr schön. So, was kommt als nächstes? Nackrank. Ihr stärkstes Pokémon kommt direkt raus. Was hat Knackrack für Attacken? Steinkante, Erdbeben, Knirsche, Drachenstoß. Ich würde sagen, wir setzen direkt Hitzewelle ein. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Das überlebt. Steinkante. Vierfach sehr effektiv. Bitte überleben. Bitte, bitte. Okay. Wir haben auch von. Schade. Das tatsächlich nochmal Remauf übt. Die große Frage ist jetzt, setze ich Gyarados ein? Sind wir schneller als Knackrack? Wenn ja, kann ich nämlich Eiszahn einsetzen. Erstmal Bedrohung. Ja. Steinkante. Natürlich trifft er Steinkante. Warum treffen die alle Steinkante so häufig? So, Knackrack weg. Das ist das einzigste potenzielle, ekligste Pokémon. Zapdarang hab ich schon ein bisschen Angst, ja. Denn das Ding ist eklig. Das Ding kann Knirscher, Stromstoß, Drachenklaue und Flammenwurf hier Attacken, die potenziell gefährlich sein können. Stromstoß könnte ich hier abfangen. Flammenwurf wäre relativ okay. Ich würde aber tatsächlich auf Branawat wechseln. Er wird wahrscheinlich jetzt Stromstoß einsetzen. Wir sind immun gegen Stromstoß. Und ja. Erdbeben nützt nichts. Steinhagel wird neutral getroffen. Silver wird neutral und Abfalltyp wird auch neutral getroffen. Ich würde aber sagen, wir machen Silver. Wir sind schneller sogar als Zapdarang. Interessant. Spielt gut ab. Ich wollte ja eigentlich durchzwieben, aber wie gesagt, dass Knackrack es überlebt hat, hätte ich Käfergebrumm einsetzen sollen. Ich bin mir unsicher. Mal schauen, ob ich Cynthia besiegen kann. Mal schauen. Also, zwei Pokémon haben wir ja schon besiegt. Das dritte Pokémon kommt jetzt. Ersetzt. Ja. Er
Cynthia ist ab sofort ein AR. Nein. Sie setzt natürlich Top-Genesung ein. Oh, sehr schöne Crit. Endlich haben wir auch einen Crit bekommen. Wird nochmal zur Vereinbarung weg. Das ist. Ja, Sapla-Rang kann natürlich, wenn es falsche Attacken hat, nichts gegen Branawatz ausrichten. Es kann stark sein. Kann, muss aber nicht. Nidotic. Nidotic ist Wasserkopf geworden. Warum setzt er Nidotic an? Es hat Drachenrute, Dampfwalze, Blizzard und Hydro-Pumpe. Theoretisch müsste ich jetzt rein Wasser. Ich setze Abweichung ein. Erstmal kurz heilen. Glückchen. Mal schauen, was er macht. Ah, okay, er will, dass wir auswechseln. Und welches Pokémon kommt rein? Lucario. Gut. Lucario nehme ich auch ganz gerne hin. Ich würde sagen, wir machen Aura-Sphäre. Jetzt haben wir mal ein bisschen Lucario in Action. Oder auch nicht. Dampfwalze ist sehr effektiv natürlich. Hydro-Pumpe. Wir wehren die Attacke ab. Ich hätte jetzt die ganze Zeit Dampfwalze reingedrückt. Wäre ich Cynthia. Weil Hydro-Pumpe sollten wir theoretisch überleben. Ja, sehr schön. Aurasphäre. Das jede Pokémon weg. Jetzt hat sie wirklich nur noch zwei Pokémon. Und zwar selbst ein Lucario und ein Wasserquill. Was eigentlich ungewöhnlich ist, dass Cynthia Lucario hat. Da würde ich sagen, Lucario müsste theoretisch ja nicht wirklich die Attacken haben, die er mir entgegenzuwerfen hat. Deswegen werde ich direkt auf Kuzasa wechseln. Auch wenn ich es nicht vergiften kann, kann ich mit Energie, Energieball oder Gigastauger ihn vernichten. Doch eventuell. Mal schauen. Jetzt setzen wir erstmal Energieball an. Mal schauen, wie viel es hat. Ach, ein Puls. Ja, kein Step drauf. Mal schauen. Ja. Ich hätte mehr erwartet. Nochmal klar, Puls, okay. Sieht doch so mehr ab, als ich erwartet habe. Ich würde aber tatsächlich sagen. Ah, das ist das Problem. Ich gehe erstmal kurz auf Gardos. Bedrohe. Auch wenn der Puls nicht. Ah, schade. Ich wollte schon sagen, werden wir die Attacke ab? Nein. Kaskade. Wir setzen direkt Kaskade ein. Okay, Lucario ist schneller. Wir sollten es überleben. Ja, kein Crit. Sehr schön. Kaskade, weg ist es. Wir haben noch kein Heil-Item eingesetzt. Deswegen würde ich sagen, wir werden gleich ein Heil-Item einsetzen müssen. So, das letzte Pokémon ist natürlich ein Wasserquill, was eklig werden kann. Wirklich eklig werden kann. Wir setzen direkt Top-Genesung auf Gardos ein. So, Dunkelklaue sollte ja nichts abziehen. Ja, dann würde ich sagen, wir setzen Eiszahn ein. Ups, Flug, oh.
Das zieht natürlich ein bisschen mehr ab. Aber wir haben es überlebt. Ich würde feiern, wenn es einen gefehlt. Nein. Okay. Dann werde ich nochmal meinen Brocken heilen. Hab ich Top-Rank? Ja, Top-Rank. Einmal geben, Gyarados, mein zweites Heil-Item. Ja, gegen Cynthia ist es, sag ich mal, doch ein bisschen schwieriger als Game Freak. Einzahlung, okay, kommt viel zu spät. Wir sollten theoretisch ein... Na ja, gut, wurde geklaut. Er hat schon auf... Sie hat schon aufgegeben. Volltreffer. Wäre das ein Sturzflug-Volltreffer gewesen? Wie... Gyarados Deck. Jetzt opfer ich mein Gyarados. Bin ich so dämlich? Nee. Naja, egal. Setz mal Granavatz ein. Granavatz soll den Rest erledigen können mit Steinhagel. Sturzflug kommt. Geht wie viel ab? Er vernichtet sich fast selbst. Okay. Wir haben tatsächlich Cynthia geschlagen. Auch wenn ich jetzt gegen Cynthia nochmal Gyarados und Yamau verloren habe. Naja, was soll's. Wir sind auf jeden Fall der Champ. Und Einhalt diesmal. Also diesmal richtig. Und ja. Ich würde sagen. Das war's. Ich werde natürlich die zwei Pokémon nicht ablegen. Ich werde aber mit euch nochmal reingehen, welche Pokémon wir tatsächlich verloren haben. Ich hoffe, dass ich mich daran erinnern kann, wie die gestorben sind. Darauf gehe ich auf jeden Fall nochmal ein. Ja, bewegen. Ich würde sagen, wir schauen mal. Nagelotz. Mit Level 12 haben wir es verloren. Ich glaube, es war in der ersten Arena. Da habe ich es, wie schon gesagt, opfern müssen, weil wir zu viele Normal-Pokémon hatten. Oder, keine Ahnung, wie war denn das bei Nagelotz? Also, ich dachte, ich hätte es dort verloren, weil ich es geopfert habe. Glaube ich zumindest. Bis dahin habe ich ja gedacht, ja, läuft relativ gut. Wir haben noch relativ viele Pokémon noch im Reserve, im Petto. Also wir haben noch sehr viel offen. Als nächstes ist Bractibal gestorben in der zweiten Arena. Bis dahin habe ich gedacht, alles in Ordnung, es läuft sehr gut. Natürlich, Bractibal ist dann durch, glaube ich, Heimzahlung gestorben. Glaube ich. Bin ich mir unsicher, wie es gestorben ist, aber ich dachte durch Heimzahlung. Naja. Elitzebra ist gestorben wie? Auf der Route 4 müsste es gewesen sein. Richtung Wüstenresort, beziehungsweise Richtung... vierte Arena? Ich dachte nämlich, dass ich dieses Pokémon noch in der dritten Arena gehabt hätte. Oder ist Elitzebra tatsächlich in der vierten Arena, in der dritten Arena mir weggestorben? Nein, ich glaube, das war auf der Route 4. War das auf der Route 4 oder war das Route 5? Ne, Route 4 war das. Also Richtung Wüstenresort, sagen wir mal so, Richtung Wüstenresort ist Elitzebra gestorben. Ähnlich für mich, aber okay, habe ich gedacht. Drei Pokémon bis dahin gestorben, fand ich okay. Terrybug ist mir in der vierten Arena weggestorben, leider. Durch einen Crit. Daran kann ich mich noch erinnern. Durch ein
Crit ist Tailbug mir weggestorben. Es hätte nur noch 6 Level gebraucht. Oder war das so? Wie schon gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie sie weggestorben sind. Auf jeden Fall habe ich gedacht, dass ich Tailbug sehr gut nutzen könnte, theoretisch, aber nein. Das nächste Pokémon war Makabaya, was mir weggestorben ist. Es war im Tiefkühlcontainer, oder war das? Nein. Das war nicht im Tiefkühlcontainer. Das war noch außerhalb des Tiefkühlcontainers. Ist es mir weggestorben. Richtung Tiefkühlcontainer, genau. Da ist es mir weggestorben. In der Folge sind ja natürlich nicht nur das eine Pokémon hier weggestorben, sondern 4 Pokémon weggestorben. Erst Makabaya, dann Rocketman, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, nur noch ein paar Level. Dann habe ich mein einzigstes Unnicht-Pokémon verloren. Da habe ich mir schon Gedanken gemacht, oh Gott, hoffentlich gewinne ich trotzdem noch die Pokémon-Liga und die nächsten Kämpfe und so. Naja, dann ist auch in der Folge 2 Drohnen gestorben und hey, tatsächlich nur 3 Pokémon. Nein, dann war das anders. Makabaya ist tatsächlich im Tiefkühlcontainer gestorben, dann nach Rockerman im nächsten Kampf mit 2 Drohnen, genau, so. Galabafloss ist im Himmelsturm gestorben. Ja, im Himmelsturm ist er gestorben. Kurz vorm Levelaufstieg, kurz vor der Entwicklung ist mir weggestorben. Hatte bis dahin relativ gute Chancen, so ein gutes Wasser-Pokémon zu werden. Gerade die Attacken, Wasserdüse, Antikraft, Knirsche, hätte ich Kaskade da gehabt schon, wäre so geil gewesen. Ich hätte das Ding auch vielleicht Surfer beigebracht, aber theoretisch hätte ich Surfer gar nicht mehr gebraucht. Wasserdüse, Antikraft, Knirsche und Kaskade, das hätten vollkommen gereicht. Das Ding hätte ich Surfer beigebracht, Siedewasser, eventuell noch 2-3 andere gute Attacken. Oder 2 weitere gute Attacken beigebracht. Naja, dann sind wir auf Route 17 angelangt. Auf Route 18 war ein Veteran, was mich wirklich verzweifelt hat, wo ich gedacht habe, okay, schickst den Elektro-Pokémon raus. Dann ist auf einmal Voltula gestorben. Dann auf einmal Zebritz habe ich leider irgendwie komischerweise geopfert, wo ich mir gedacht habe, ach du. Weg. Jetzt war es das mit den Elektro-Pokémon. Ich werde nie wieder Elektro-Pokémon finden. Bis Datum habe ich gedacht, ich brauche Elektro-Pokémon. Aber tatsächlich habe ich keine Elektro-Pokémon mehr gebraucht, komischerweise. Dann Stellatropo ist in der Drache-Arena gestorben. Kurz vorm Ende, komischerweise. Ich hatte ja die Folge, wo Gelatrobo gestorben ist, schon einmal aufgenommen. Leider hatte ich da nicht gespeichert. Musste ich nochmal die Folge aufnehmen. Quasi. Und die darauffolgende Aufnahme musste ich aufnehmen. Nochmal. Ja gut, sonst hätten wir Gelatrobo bis jetzt noch gehabt. Aber da hatte ich dann in der Folge leider Gelatrobo geopfert. Leider. Weil ich so schnell wie nur möglich die Drachenarena nochmal machen wollte. Und ich habe gedacht, okay, Shellatrobo ist relativ stark. Starkes Eis-Pokémon. Warum nicht? Ja, dann ist Zwaronis tatsächlich weggestorben. Und in der Siegestraße. Leite. Habe ich gedacht, ein sehr gutes Pokémon, was uns relativ lange doch geglitten hat, gekleidet hat, ist jetzt weggestorben. Das war ein bisschen traurig. Gerade vor der Pokémon-Liga, ich wollte nicht meine Pokémon weiter
hochtrainieren. Dann habe ich tatsächlich noch meine Pokémon hochtrainiert, und zwar nicht dieses Pokémon, Gyarados, hatte ich ja vor der Siegestraße auf der letzten Route gefangen, auf Route 10. Hab dann gedacht, okay, das wird ein doch potenzielles gutes Pokémon. Es war relativ auch gut. Es hat relativ viel miterlebt. Das heißt viel, Route 10. Siegestraße. Und ein, zwei Kämpfe in der Pokémon-Liga. In die Top 4. Dann ist es weggestorben. Aber Quallip genau das gleiche. In der Siegestraße mit aufgenommen. Dann mit hochtrainiert in der Siegestraße. Und was passiert? In der Pokémon-Liga stirbt es mir weg. Traurig, aber wahr. Dann hatte ich eben zwei weitere Pokémon verloren. Hab ich schon mal gedacht. Dann holst du dir eben Reshiram, ehe du irgendein anderes dämliches Pokémon noch verlierst, wie zum Beispiel Ignivore. Dann hab ich gedacht, okay, nimmst du Reshiram mit. Nicht wirklich einen richtigen Kampf gewonnen. Ich glaube, gegen N haben wir gewonnen. Aber gegen dieses hat es leider verloren. Deswegen nur Level 51. Potenziell wäre es richtig stark gewesen. Feuerdrachen-Pokémon. Es wäre, denke ich mal, auch ein MVP. Es wäre ein legendäres Pokémon gewesen. Gut. Dalobor, glaube ich, ist auch gegen Jesus gestorben. Also die zwei gegen Jesus sind gestorben. Wo ich gerade Dalobor auch so lieb gewonnen hatte. Naja. Mobichesse ist dann nach der Pokémon-Liga auf der Route 13 mir weggestorben durch sehr eine Attacke, die man einsetzt und nach 2-3 Runden trifft sie einen. Da hatte ich gedacht, okay, sehr macht mir nichts aus, weil ich ein Psychotypen bin. Ja, bis dahin habe ich gedacht, okay, hätte ich da jetzt Rocketman bzw. Rapidator gehabt, hätte sehr überhaupt mir nichts ausgerichtet. Naja. Dann Boreos. Boreos, wo ist Boreos gestorben? Ich glaube, Boreos ist mir auf der Route. Route 14 weggestorben. Genau, auf der Route 14 ist es mir weggestorben. Habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich doch meine Pokémon ein bisschen höher trainieren. Oder auch nicht. Dann kam da wirklich ein Ast-Trainer nochmal mit einem Ballreiser um die Ecke. Eiseskälte auf mein schönes armes Ramauf, was mir wirklich großgezogen haben von Ignivore auf Ramauf. Und dann ist Ramauf tatsächlich dort gegen eine Eisenskälte, gegen einen Walreiser weggestorben. Wie unglücklich eigentlich. Kobalium, habe ich gedacht, okay, jetzt macht Kobalium eben Eisenschädel oder Zangduklinge. Stirbt mir dort das nächste Pokémon weg wegen einer weiteren Eisenskälte. Jetzt ist die große Frage. Eisenskälte. Ja. Eis. Ist es kalt? Eis, die Attacke Eis. Eisen. Ja, nein, Eis ist. Ich dachte Eisen. Eis ist.
Eiseskälte, genau. Eiseskälte hat eine Genauigkeit. Lasst mich nicht lügen. Wo ist die Genauigkeit? Variiert. Es variiert. Okay, keine Ahnung. Aber es ist eine K.O.-Attacke. Gut, da habe ich dann gedacht, okay, das zweite Pokémon ist mir weggestorben. Ich werde tatsächlich auf Labras wechseln und es finishen müssen. Irgendwie mit Donnerblitz. Dann die dritte Eiseskälte. Und natürlich ist unser Labras weggestorben. Ja, K.O.-Attacken sind eben sehr gefährlich. Wenn die Gegner immer und immer wieder treffen. Und 5 APs sind 4 oder 4 mal eingesetzt und 3 ging direkt rein und 1 ging daneben oder haben abgewehrt. Eine Eiseskälte. Daran kann ich mich noch dran erinnern. Das Mastern bei den Rematches sind natürlich, beziehungsweise ist natürlich als erstes Branawatz gestorben. Und Gyarados, die habe ich ja dann gefühlt ja nicht nochmal eingesetzt. Gegen Game Freak, da hatte ich ja Grammauf eingesetzt. Dank Grammauf 2.0 haben wir ja auch Lauro besiegt. Und glaube auch Katlea besiegt mit Durchgezwieber von Grammauf. Ja, Grammauf hat 2 Trainer sich komplett alleine. Im Alleindurchgang. Es hätte bestimmt auch den Undicht-Trainer besiegt, wäre es eben nicht Torheido von unten gewesen. Hätte ich wahrscheinlich auch durchgezwiebt. Naja. Ja, Cynthia habt ihr gerade eben gesehen. War eine Herausforderung. Aber naja. Was habe ich noch für Pokémon übrig gehabt? Nuddlof, wo ich gedacht habe, okay, es wird wahrscheinlich potenziell gut, aber die werde ich hier davon ausgesehen, habe ich dann gedacht, alter Schwede, die Verteidigung, die Spezverteidigung, die Init, kannst du nicken. Der Angriff und Spezangriff waren relativ okay, aber nein, habe ich gedacht, Blampivian, das mit den Transmodus, dann gedacht, lässt es mal, lieber. Blundschlag. Die Init-Werte waren so grottenschlecht. Und es ist ein Boden-Elektro-Pokémon. Was will ich denn mit Boden-Elektro-Pokémon? Einmal Erdbeben und das Ding ist weg. Da kannst du so gute Verteidigungswerte haben, wie du willst. Das Ding ist weg. Naja. Viridium wollte ich nicht einsetzen, weil es ein legendäres Pokémon ist. Viel lieber wollte ich nicht einsetzen, weil die Spezverteidigung sehr schwach ist. Und ja. Terrakium, ich sag legendäres Pokémon. Zenimantur hat auch relativ lange durchgehalten. Und Kiesling auf Zenimantur bis auf Level 39. War aber auch relativ gut. Gerade mit der Fähigkeit Robustheit und noch den Evoliten. Es hatte einiges ausgehalten. Gerade die Verteidigung, der Angriff, gar nicht mal so schlecht. Marmolita habe ich dann gedacht, als Wasser-Pokémon wäre es doch relativ gut. Mit Wasserdüse, Kaskade und so. Aber dann habe ich mir gedacht, Werte sind alle noch unter 100. Und das Ding ist auf Level 50. Und die Spezverteidigung sind unter 50. Ich hab dann gedacht, nee. Beim besten Willen. Nein. Das werde ich nicht einsetzen. Noctu. Genau so ein Pokémon. Wo ich mir gedacht habe, setz es ein. Hast du es eingefangen? Nein. Nicht wirklich doch so gut werden. Angriff plus, hätte es plus Spezangriff gehabt, wäre es gar nicht mal so schlecht gewesen, eventuell.
oder plus Init, aber selbst bei 50 und gerade mal ein Wert, was über 100 hat, wäre es auch nichts geworden. Kann ich jetzt schon sagen. Elfhuhn. Elfhuhn, die Init ist gar nicht mal so schlecht, aber hier auch alleine. Auch wenn es Strolch hat. Giftpuder, Stachelspure, ja, schön und gut. Gigasauge, ein Orkan, was will ich damit? Es ist rein Pflanze. Ja, das ist das Komische. Corazon, ja, es hätte ein Sterndu sein können. Ein sehr gutes Wasser-Pokémon. Ein Wasser-Psycho-Pokémon, was Psychogenese drauf hätte, Genesung, Eisstrahl, Surfer, ja. Oder anstatt Genesung Siederwasser oder so. Aber ich denke schon, dass ich Genesung erlernt hätte. Bei Stami. Aber wie gesagt, musste leider Corazon sein, weil ich so dämlich war. Um ein Sterntour einzufangen. Naja. Die Werte lassen sich ja blicken. Ja, grottenschlecht. Vielleicht die Verteidigungswerte sind in Ordnung. Naja. Hipponidox. Reines Gift-Pokémon, habe ich dann gedacht. Ein Erdbeben und das Ding ist weg. Eine Psychogenese, das Ding ist weg. Nein. Ich hatte ja bis dahin noch ein Gift-Pokémon. Und zwar ein viel besseres, ein Hutzasar. So, Wailord, habe ich dann auch gedacht. Als Wasser-Pokémon gar nicht mal so schlecht. Die Werte hin. Nein. Lass mal. Arschluft. Level 70. Dann gedacht. Nee, lass mal auch mal. Golking. Auch ein bisschen hochtrainiert. Die Werte, wie ihr sehen könnt, auch grottenschlecht. Schildhitter. Die Werte hier hingegen, muss ich sagen, gar nicht mal so schlecht. Aber wenn man wirklich das nochmal runternimmt auf Level 20, also auf Level 50 und die Attacken sich anschaut, das Ding erlernt wirklich so gut wie keine gute Attacke. Ja, dann hatten wir ja nochmal Zwaronis eingefangen auf der Wunschbrücke, wenn ich mich nicht irre, oder wie hieß die Brücke? Ich glaube schon Wunschbrücke. Ja, die Init plus minus Angriff, hab ich dann gedacht, oh, okay, gut. Hat Orkan, Surfer, Fliegen, Ruheort. Potenziell könnte es was werden. Naja. Somnivora, hab ich gedacht, als Psycho-Pokémon. Mit Energieball, Gedankengut, Mondschein, Psychogenese. Falls ich jetzt doch kein weiteres gutes Pokémon finden sollte. Gilabra habe ich dann auch gedacht, ja, potenziell, falls ich das eine Ramauf jetzt nicht mehr einfangen kann, wäre das mein Feuer-Pokémon-Ersatz gewesen. Ich hätte, wie schon gesagt, ein komplettes anderes Team noch aufbauen können, aber habe dann gedacht, okay, lässt es doch mal lieber so. Mit Kastallit zum Beispiel, mit Kreuzschere, Steinhagel, Dunkelklaue und Schaufler, gut, irgendwann vielleicht auch noch Erdbeben, wäre es potenziell gut gewesen, hier anstatt Funkenflug oder statt Irrlicht, obwohl, ich habe ja keinen Flammkörper. Doch Irrlicht hätte ich beibehalten, anstatt Funkenflug hätte ich Flammwurf lernen. Nein. Naja, Führer habe ich gedacht, es ist ein legendäres Pokémon, es ist ein Drachen-Eis-Pokémon. Wollte ich aber nicht einsetzen, weil es ein bisschen ein Drachen-Pokémon ist. Und ich hätte wirklich noch sehr viele Herzschuppen sammeln müssen, irgendwie. Und dann erst das mal gute Attacken beigebracht. Naja, schwierig. Volgandes habe ich gedacht, okay, potenziell wäre es doch in Ordnung. Kleinhagel, Erdbeben, Rambos, Hammer. Wir hatten ja Volgandes auch kurzzeitig mal im Team.
als Ersatz, weil unsere Pokémon so viele gestorben sind, relativ guten Angriff, aber die anderen werden uns eine Tonne knicken. Ja? Passt es noch? Wollte ich ja eigentlich auch im Team beibehalten. War ja die ganze Zeit im Team, nachdem ich die drei Pokémon gestorben sind. So vier in der einen Folge. Hab ich gedacht, fast Snob, komm. Okay, es ist ein Flug-Pokémon, es hat Fliegen, Luftschnitt, Aeroas und Rückstoß. Aber hab dann tatsächlich es gedacht, komm, weg. Ich brauch kein weiteres Flug-Pokémon, eine Elektroschwäche brauch ich nicht. Leopard wäre natürlich das nächste Unleashed-Pokémon gewesen, was ich potenziell mitgenommen hätte, aber wie wir sehen können, Beete Verteidigung und Spätzverteidigung sind nicht wirklich gut. Da habe ich dann gedacht, okay, das letzte Mal. Das letzte Mal wirklich sein. Dann unser Flampivian, was relativ lange dabei ist, seit dem Wüstenresort müsste es dabei sein. Ja, ohne ihn hätte ich manchmal wahrscheinlich auch schon weg sein können. Naja, das waren die Pokémon, die ich noch in der Box gehabt hätte. Die paar Pokémon, es waren also nicht ganz 30. Wenn man hinnehmen, waren es, lasst mich mal kurz zählen, es sind 12. Immer noch die Reihe noch füllen, 18, die Reihe, 24, 25 Pokémon hatte ich. 25 Reserve-Pokémon. Davon, wie schon gesagt, kannst du drei Viertel davon wegschmeißen, in eine Tonne treten. Ich habe sie nur eingefangen, dass ich eben andere Pokémon eben einfangen konnte. Ich hätte Eggnoil einfangen müssen in der einen Route oder in der einen Höhle, um andere Pokémon einzufangen zu können. Ja? Aber ich habe es nicht gemacht. Dann kam es in der anderen Höhle und hab's dort wieder weggeworfen, anstatt mitzunehmen. Es wäre potenziell gut gewesen, eventuell, weil es ein Flug-Psycho-Pokémon war. Naja. Ich sag mal, das war's von Pokémon Schwarze Edition Nuzlocke-Version. Ich hoffe, dass es euch ein Stückchen gefallen hat. Gerade die letzten 3-4 Parts. Dass ich es relativ doch gut gelöst habe. Ich sag mal, wir haben fast eine Stunde jetzt gelabert, geredet, zwei Kämpfe nur gemacht. Ja. Ich sag mal, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Ich kann euch eins sagen, das nächste Projekt wird genauso hart werden wie dieses Projekt. Kleines bisschen härter wird es sein. Denn lasst euch überraschen, sage ich da nur. Der eine oder der andere kann es erraten schon, was es wird eventuell, wenn ich sage, es wird ein kleines bisschen härter. Der andere wird es wahrscheinlich nicht wissen. Ich will euch nicht so viel spoilern, was das nächste Projekt wird. Da werde ich auf jeden Fall aber auch wieder den Erstlog draus machen. Und ja, seid gespannt, was es wird. Ich sag mal, es bleibt, ich sag mal nicht, wo es hingeht oder wo es ist. Ja, ich sag mal noch nichts. Vielleicht habe ich doch schon zu viel gesagt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Seid gespannt, wie es ist. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Projekt wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dahin.